Rainer Gag von der FDP. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, gehen wir mal ganz kurz zurück ins Jahr 1994. Die gesetzliche Pflegeversicherung oder die soziale Pflegeversicherung nimmt die parlamentarischen Hürden und damit nimmt die soziale Pflegeversicherung ihren Anlauf und ehrlicherweise sämtliche Probleme, die wir seit 2,5 Jahrzehnten in diesem Landtag zur Pflegeversicherung diskutieren, haben ihren Ursprung in einem Webfehler dieser sozialen Pflegeversicherung. Die Pflegeversicherung gut gedacht, aber ehrlicherweise von Anfang an nicht so wirklich toll gemacht, weil als Teilkostenversicherung erdacht und als Teilkostenversicherung auch verabschiedet, mit dem richtigen Ansatz, der hieß damals Hotelkostenkonzept im Übrigen, der davon ausgegangen ist, für Unterkunft und Pflege müssen Menschen ohnehin bezahlen, nur hat bedauerlicherweise niemand genau definiert, was eigentlich Hotelkosten in einer stationären Pflegeeinrichtung sind und vor allem hat immer die Messung des tatsächlichen Pflege- und Hilfebedarfs von in diesen Einrichtungen lebenden Menschen, übrigens beinahe bis heute, gefehlt. Was man hatte, war ein Finanzrahmen. Und dieser Finanzrahmen bzw. das Finanzvolumen umgerechnet dann in Beitragsprozente musste irgendwie damals Pflegegruppen, heute Pflegestufen verteilt werden. Diesen Grundwebfehler versuchen jetzt unzählige Reformen, und ich meine, die gesetzliche Krankenversicherung hat schon unzählige Reformen hinter sich, aber gerechnet darauf, auf die kurze Dauer, seitdem es die gesetzliche Pflegeversicherung gibt, hat die gesetzliche Pflegeversicherung wesentlich mehr Reformen hinter sich gebracht, zeigt, dass es ehrlicherweise einen grundsätzlichen Webfehler gibt, den wir auch heute wieder miteinander diskutieren. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich empfehle zur Historie nicht meine Dissertation, obwohl die auch sehr lesenswert dazu wäre, sondern ich empfehle sehr die Veröffentlichung des Sachverständigengutachtens, des Sachverständigenrates, angesiedelt beim Kollegen Robert Habeck aus dem letzten Sommer. Der Sachverständigenrat hat sich hier mit der Tragfähigkeit der Finanzierung der Pflegeversicherung auseinandergesetzt. Wirklich extrem lesenswert und auch fürs weitere parlamentarische Handeln extrem zu empfehlen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Frau Sozialministerin, Sie werden festgestellt haben, dass der heutige Antrag, der bis auf den Teil der Pflegevollversicherung, zu dem ich auch noch gleich komme, beinahe wortgleich schon mal eingebracht wurde, nur mit uns zusammen. Ich habe nach langem Hin und Her darauf verzichtet, Mitantragsteller zu werden, auch wenn wir ihn in der Sache nach wie vor richtig finden und ihm auch zustimmen werden, weil wir Ihnen ja bei den Haushaltsberatungen eigentlich einen Schritt entgegengekommen sind. Wir haben damals beantragt, okay, 240, 250 Millionen Landesmittel auf einen Schlag an Investitionskosten zu übernehmen, bei den Haushaltsdaten, dass man da erstmal schlucken muss und dass das nicht in einem Jahr geht, ist uns klar. Deswegen haben wir gesagt, wir stellen Ihnen, ich glaube, es waren 100.000 Euro für den Haushalt bereit, um ein Gutachten in Auftrag zu geben, wie man sich der Materie nähert, wie man in diese Materie der Übernahme der Investitionskosten durch das Land einsteigt. Denn, liebe Andrea Tschacher, ich weiß, das war ein bisschen humorvoll und vielleicht auch unparlamentarisch, wie ich dazwischen gerufen habe, es ist nicht nur die Sache des Bundes. Es ist eine Kernaufgabe des Landes, Pflegeinvestitionen auch zu übernehmen. Und deswegen wäre es wäre richtig gewesen, klar haben Sie den Haushaltsantrag abgelehnt, aber das hätte Sie ja nicht am Handeln hindern müssen. Es wäre wichtig gewesen, wie findet man den Einstieg? Denn durch die Kosten zur Pflege haben Sie ja heute schon haushalterischen Ansatz in Ihrem Einzeletat und durch das Pflegewohngeld einen weiteren. Also einen ersten Schritt hätte man ja machen können. Und ich, ehrlicherweise, mir macht dieses, wir halten ganz tolle Reden und wir haben für alles und für jedes Verständnis und es ist alles so schrecklich und so. Die Leute erwarten, dass wir hier auch ab und zu mal ein Problem lösen. Und hier der Einstieg in die Investitionskostenübernahme durch das Land, möglicherweise sogar für ein oder für zwei Jahre
beinahe aufwandsneutral, weil Sie mal gegenrechnen, das, was Sie ohnehin schon etatisiert haben. Das wäre eigentlich etwas, was ich erwartet hätte. Ist auch nicht passiert. Das kritisiere ich, weil ich einfach glaube, dass es ein falsches Signal in die gesamte Pflegelandschaft ist. Ich will noch einen Satz zur Pflegevollversicherung, für die ich mich in den Koalitionsverhandlungen ebenfalls eingesetzt habe, weil ich es zumindest richtig finde, es optional zu ermöglichen. Das muss man einfach wissen, das ist mit höheren Beitragssätzen für diejenigen, die sich dafür entscheiden. Aber vielleicht gibt es ja genügend Menschen, die sich dafür entscheiden. Und aus diesem Grund fände ich es richtig, dass man diesen Weg eröffnet. Auch hier hat die Ampel einen Weg beschritten, den ich ausgesprochen fortschrittlich finde. Das würden Sie im Übrigen auch wiederum in der Schrift des Sachverständigenrates finden, der bis hin zum skandinavischen Wohlfahrtsstaat geht, wo tatsächlich dann Leistungen komplett steuerfinanziert werden, übrigens tragfähiger als das, das wäre tragfähiger als das, was wir jetzt haben. Ich komme zu meiner letzten Bemerkung, Frau Präsidentin. Ich erwarte heute, Frau Sozialministerin, dass Sie jedenfalls für die Zukunft dieses Thema nicht nur mit der Adresse an den Bund angehen, sondern wirklich auf Landesebene handeln, übrigens so wie das die Kollegin Leonhardt und ich mal getan haben mit der Bundesratsinitiative. Danke. Ich erteile jetzt das Wort der Ministerin für Soziales, Jugend, Familie.